Ja, hallo, herzlich willkommen beim Hero Camping Center. Heute wieder ein neues Video für euch. Ein Weinsberg Caravon 420 QD. Ja, fangen wir an. Mit Gas sieht man schon. Gasaußendose haben wir bestellt hier vorne. Genau, ist drin. Flaschenkasten, schauen wir mal schnell rein. Jo, unser Weinsberg, ganz normale Ausführung. Reserverad, was Besonderes. Haben wir hier 17 Zoll Reserverad, Alufelge vorne mit dabei. Ist hier bei diesem Wagen inklusive. Auflastung 3 zu 50 maximal hier. Zack, einmal hier. Dann geht es weiter hier rüber. Dann haben wir da unseren Außenwasseranschluss. Und hier dann unsere Toilette. Genau, da haben wir die Dometic-Box drin. Und wenn wir Reserverad, Alufelgen haben, haben wir natürlich auch sonst die Alufelgen drauf, ist klar, ne? Ja, was haben wir noch hier? Rückansicht wie gehabt. Nochmal. Stoßstange auf dem neuesten Stand. Hier haben wir dann unseren Stromanschluss noch. Aufbautüre haben wir jetzt keine besondere gewählt, ist die normale Standardtüre drin. Und ein Außenlicht haben wir auch. Genau. Ah ja, genau vorne haben wir hier noch eine schöne Luke reinbestellt, ne? So schaut es aus. Das sieht man jetzt, ah jawohl, Abwasserrolltank. Da ist hier so ein Set dabei für Wagenheberaufnahme. Das ist alles bei dem Reserverad inklusive, also eben auch Wagenheberaufnahme. Ein Rangierwagenheber ist dabei, ein Schlüssel ist dabei. Das gehört alles dazu, damit man tatsächlich auch das Rad wechseln kann unterwegs. Dann haben wir einen Boiler drin, die Kissen sind noch dabei, damit man den Betten umbauen kann. Das ist hier extra bestellt worden und ein Brett ist auch mit dabei. Dann kann man die Sitzgruppe noch zum Bett machen. Ja, alles Weitere sehen wir gleich hier. Ne? Willkommen im Caravon 420. Eine riesen Küche. Schaut euch das an. Das ist doch sensationell, oder? Wahnsinn. Richtig tolle große Schubladen hier drin. Hier nochmal. Und unten dann eine Klappe. Toller Wagen. Da kann man jetzt mega was abstellen. Hier hat man richtig Platz, ne? Dreiflammkocher. Ja, schöne Rückwandverkleidung hier. Oben noch ein offenes Regal. Nochmal Regal nebendran. Kühlschrank hier drunter gebaut. Ein Dometic, automatische Umschaltung dabei. Und dann haben wir hier unser Bett. Links und rechts haben wir Fenster. Vorne haben wir keins. So können wir nochmal in den Laderaum reinschauen hier. Da sieht man dann auch den Wassertank. Die Vorbereitung für den Wasserfilter. Wasserfilter ist natürlich auch dabei. Ja. Genau. Und auf dieser Seite einen schmalen Spiegel noch hier reingebaut, finde ich auch noch toll. Da und so Bad. Nochmal ein Blick ins Bad. Bekanntes Weinsbergbad. Caravon, schön mit Holz. Schmales Waschbecken oben. Toilette drehbar. Oberschränke zum Öffnen noch. Fenster haben wir da noch drin, genau. Gut. Ja, und die Duschfunktion ist beim Weinsberg dann immer auch dabei in einem Paket. Ne? Ja, jetzt haben wir unser Polster hier, das Dusk, ein Blau mit Grau. Und hier eine Sitzgruppe. Und diese Sitzgruppe lässt sich jetzt eben noch hier etwas verbreitern. Man kann dann die Kissen reinlegen und kann das zum Bett umbauen. Das ist jetzt eben extra mitbestellt worden bei diesem Grundriss. Dann haben wir auch wieder LED-Licht oben drin, Ambientebeleuchtung, die Spots sind drin. Dann haben wir hier die Steckdosen-Plus-Paket, nochmal eine Ablage und da hinten einen schönen großen Kleiderschrank. Genau. Und auch noch hier ein Schrank. Natürlich richtig viel Platz. Also für den Wagen in der Größe ist es ja schon sehr gut. Ne? Jawohl. Ja, das ist unser 420er. Dachluke haben wir jetzt eine große Miedehäkel. Vorne kein extra Dachluke. Es gibt halt immer dann nochmal die Option, dass man nochmal eine Klimaanlage schön reinbauen kann. Hier hat man dann ausreichend Platz. Cool, ja, eine Arbeitsplattenverlängerung haben wir auch noch, die wollen wir nicht vorenthalten. Das ist auch eine Option, die wir bestellt haben noch, um das nochmal größer zu machen.
Und den Fliegenschutztür hat er natürlich auch. Ja, schauen wir auf den Preis. Gehen wir raus. Wo liegen wir denn jetzt bei dem Wagen hier? Ja, also, wo geht's denn los? Losgehen tut's, sehen wir nicht. Wir haben nur die Optionen drauf hier. Also, wir haben Smart-Paket, Adventspaket, Auflastung, 17 Zoll, Ersatzrad, Ersatzradhalterung, Serviceklappe, Ausstellfenster, Auszug, Verbreiterung, Bett, aufklappbare Arbeitsplattenverlängerung, Gas-Außensteckdose, Steckdosen-Plus-Paket, Ambientebeleuchtung, TÜV-Überführungskosten, Zimmerserie bei 23,6. Jetzt bieten wir den Wagen an, 22.990 Euro. Der Wagen ist sofort verfügbar, könnt ihr euch anschauen, könnt ihr euch gerne ein Angebot zukommen lassen von uns. Schickt mir per Mail, wie ihr möchtet. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.